Und Sommer willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zeit. So, ja, letztes Mal war es ja ziemlich lang geworden mit den scheiß Waldbewohnern. Die haben uns richtig aufgeregt. Aber mal schauen, was uns jetzt hier erwarten wird. Hey, weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Ja, geil. Kind ein Arzt für seinen Arsch. Am Weihnachten? Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein, bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seine Art. Alles klar. In einer Abtreibungsklinik. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Ja, probieren wir mal, ne? Hoffen wir mal, dass es diesmal Heilige funktioniert. Scheiße. Ich will da gar nicht stehen bleiben, Alter. Du musst nur an dich glauben. Du kriegst das hin. Ja. Speichert, ich danke dir. Vorher, bevor ich hier eben reingehen wollte, ist die Software beendet. Muss ich die scheiß Waldbewohner nochmal alles machen, ey. Richtig nervig. War, glaube ich, zu weit zurück. Ach, jetzt kommt das noch. Stimmt. Er denkt sich auch so. Ja. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so alles schnell klar. Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Lass es mal. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Das ist ein Befehl. Lass es ein. So, zweimal. Hol dich selbst ein. Okay, warte. Schnell, Alter. Du darfst doch nicht rausgehen, Freund. Dann weißt du nicht, was passiert. Nein, nicht rausgehen. Nein, 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 nein. Nein, nicht rausgehen. Bei dir. Die Heiden versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Wer ist das? Und das. Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Ja, ihr könnt das ja spielen. Ich bleibe bei den Superhelden. Ich bin echt in der Zeit zurückgereist. Ich bin der Taurus-König! Blöder König! Ups. Nimm das zurück! Du bist nur sauer, wenn es stimmt. Aus dem Weg, Leute! Wir müssen Hartmann aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, und Kein Scheiß, ich bin's, Craig. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei und unserem König. Aber wir müssen gegen uns selbst kämpfen, ne? Das ist geil, genial. Okay. Ja, wir behalten das Team. An unserem König kommt ihr nicht vorbei! Euer König hat keine Chance! Ja, mach ich mal so weg. Ich hab keinen Bock wieder auf Leben zu verlieren hier. Er hatte nur 2300, das ist nicht viel. Was hast du mit denen gemacht, Hundarsch? Los geht's, Neuer! Na, also, Feuerbälle können wir so machen. Ihr besiegt unseren König nicht! Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Des König stärkster Krieger wird mit diesen Spinnern fertig! Kleid, Alter! Für den König! Für den König! Heil dem König! Ich nehm's mit dir auf! Ich! Kannst auf mich zählen! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie! Alles klar. Du bist dran, Neuer. Einmal nach hinten. Danke. Ah. Schön bluten. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Ja,
uns fast besiegt. Er kann einfach nix, Alter. Stell dich mal so ein Ding dahin. Alles angefangen hat hier. Los, mein Arsch! Bam! Eines weg, ne? Ja, sehr schön. Aber auch Moskito gleich. Oh, zu schnell. Angewidert. Tupperdose hält alles frisch. Tupper Tornado Warnung. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Er kann nichts. Mein Leben. Ich verlasse mich auf dich. Ja, haben wir weg. So, wer kommt als nächstes? Das ist eine Ray. Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheitskrieg. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Genau. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch an. Besiege den Dieb Ray. Ich helf dir, Craig! Okay, ich bin dann das dritte. Ja, jeder darf einmal dran. Zeig ihnen, was du drauf hast! War sehr gut eigentlich. Wenn ich mich also selbst vermöble, wird das alles hier nie passieren? Kann gut sein. Zeitreisen. Wird einer verstehen. Also los. Naja, ja. Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Bereit, Gas zu geben. Ja, was ist das denn jetzt? Bin dran. Hä? Nimm das. Richtige Fehler hier. Ob Freedom Pearl oder Cool Friend, ich finde dich cool. Wieso kann ich die Spezialattacke nicht machen? Das ist ja richtig dumm. Machen wir den fertig. Die hat ja nicht mehr so viel. Was hast du mit denen gemacht, Kudasch? Zerstört. Oh, Scheiße. Tapfer gekämpft, Kamerad. Ich werde dich rächen. Wachen des dunklen Hofes, helft mir, diese Arschlöcher zu besiegen. Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Ah, dritte Runde. Ja, ne? Stimmt irgendwie. Die hochjuden Elfen. Lang lebe König Saftsack! Los! Au!
Unangenehm ist mir das ja. Verbesserung, bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Ich will echt nicht hier diesmal zerstören. Oh ja, auf alle. Okay, voll auf die Kacke. Sonst wäre es zu einfach mit dieser Spezialattacke. Der war einen direkt killt. Alles klar, Furzlord? Sollte man sich nicht daran erinnern, wenn man schon mal gegen sich gekämpft hat? Nein, jetzt nein. Jetzt geht's so richtig. Ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Hier kommt dein Tod. Los. Ja. Wir sind ganz Ohr, Mysterion. Mysterion. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Korgal. Na, ist auf den. Geduckst! Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Oh. Unsere Laseraugen! Ich würde sagen, ich stehe genau richtig, Alter. Schnauze jetzt! Scheiße, wieso muss der so weit kommen? Da weg. Und der auch. Runde 3 gewonnen. Jetzt kann noch Butlers. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Jetzt kommen alle noch. Scheiße. Knie nieder vor dem König. Besiege den König. Seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat super hart gefurzt und ein Loch in die Brust zerrissen. Wow, was Bescheuerteres ist euch nicht eingefallen? Zeigen wir es den scheiß Trollen! Er war wieder Berlin. Aufwachen! Sonnenschein! Stepp uns nicht weg, Neuer! Ah, das ist krass. Gibt ihn sauberes. Ist das echt dein ganzes Kostüm, Super Craig? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger Zeit. Wird noch sehr schwierig heute. Ah, ja. Oh. Hey, leg dich mit dem Butlers aus deiner eigenen Zeit an! Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell! Naja, eure JRPG-Regeln sind einfach überholt! Ja. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Ja! Ah, ja. Ich werde dich recht! Das ist doppelt ich kann mich Gänger selbst sprechen, danke! Feind erledigt! Wäre irgendwie anders vorgehen, glaube ich. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Ja, hier auf alle kommen. Erstmal Classic. Oh shit, nein! Ja, Bitch, du bist tot! Ja, noch nicht ganz.
bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute, obwohl ich beides kann. Mikroaggression. Schlag ihn. Ich war doch schon längst drunter. Steht da oben. Ja, nice. Vorwärts, König! Los, Wunderarsch! Ja. Das ist unser König! Callgirl macht jetzt einen Hausbesuch. Lohnt sich das? Ich hoffe es. Haben Sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ah, ja. Ey, die besiegen uns, ey. Ich bin drin. Okay. Aber der greift auch alle an, egal wo die stehen, ey. Leben ist Leiden. Jetzt bin ich wohl dran. Und wiederbeleben. 43 Stück. Hier, komm, das sollte ausreichen. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Wieder dabei. Ja, oh, das treibt man nicht. Das sah schmerzhaft aus. Davon verstehe ich was. Da kommt Callgirl. Brutal. Na, ich sollte das wohl kommentieren, aber irgendwie kann ich nicht. Oh, komm, verwirr ihn. Na, greift er die anderen an. Das wäre geil. Ja, ignorier die Hater. Schön. Alter, alles okay, Wendy? Den kann ich nicht zerstören. Ah, oh, komm, der ist doch schon weg. Scheiße, ich bin alleine, ne? Ja, sehr schön. Ja, da geht noch was. Okay, beleben wir uns mal wieder. Puh, langer Kampf hier. Mysterious ja Zeug. Aus der Zukunft kommt ihr? Du bist schwupp. Dann mach ich mal weg. Ui.
jetzt noch auf mich selbst mal hier ein bisschen Schläge verteilen. Der Furz hatte es so richtig in sich. Attacke! Hi-ja! Eine Konterbrutalisierung. Jetzt einmal alle beleben, das wäre nice. Schon. Und dann aufladen und dann können wir weiterkämpfen. Danke, ich hatte schon Angst, ich krieg Hausarrest, wenn ich zu lang K.O. bin. Du hast Hausarrest. Los geht's, Leute. Ist heute zu schön zum Sterben. War ich lange offline? Okay. Ah, Mann. Geht einfach voll langsam voran. Wow. Ich danke dir. Ach, einer Bastard, kann ich gesehen. So machen wir das im Mittelalter. Ja, das ist wieder ein Rückschlag hier. Dann bleiben, Professor. Ich komme. Hier kommt Mysterio. Kann er nur diese eine Attacke, Alter? Finger weg von meinem Korgal! Jetzt wächst was! Aber nächster weg! Und der auch weg. Schön. Bleibt ja nur noch der König. Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Aufladen, aufladen, aufladen. Hashtag ich mach das. Like! Ja, Mann. Ein Like drauf lassen. Ich das gerade gesagt. Okay, komm zurück, Kenny. Ich brauche dich hier. Ohne dich schaffe ich das nicht. So. Versuch's nicht allzu sehr. Aber nach hinten. Und bluten. Was für ein Wunderarsch, den König besiegt und sich selbst aus der Geschichte ausradiert. Der will was von mir. Das wird dir gefallen. Hey, endlich darf ich Stab der Wahrheit spielen. Stab der Scheiße ist das. Spaß, Alter. War schon geil. Panzertape auf die Wunde, das wird schon. Er ist angeschlagen, Leute. Das sah die Selbstverteidigung aus. In dir liegt eine dunkle Magie. Ah, Feuerbälle können wir machen, ne? Schön. Brennende Blüten. 1173 Leben noch. Verlangsamen. Ja! Hey, ja! Lächeln! Ja, Schwester! Tweak, lass das sein.
Komm, machen wir zurück. Dann können wir ihn vielleicht besiegen. Na komm. Ein paar Leben weg. Diese Zeitflöte sind heftig. Keine Gnade. Du hast die besten Kampfprotokolle, Mann. Oh, los geht's. So, dann ist er jetzt weg. Oder ich bin weg. Ja, geil, von der Arsch. Wie auch immer. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Mach mal. Schön. Gerechtigkeit. GG. Ihr habt gar nichts gemacht. Nur in den ersten drei Runden. Okay, das war's jetzt, ja. Oh Scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh, Schattenkleister. Puh. Pass. Viele Erfahrungspunkte bekommen. So, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für das. Das ist Lava. Oh mein Gott, wie macht er das? Macht ihr bitte? Es gibt doch Regeln. Jesus, habt ihr das gesehen? Ja, es gibt Regeln. Eric ist in seinem Zimmer. Wundert sich auch nicht, dass wir auf einmal, ne, andere Sachen anhaben. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt der schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch. Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pearl. Wir sind alle Freedom Pearls. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch. Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Zeig uns deine linke Hand! Oh mein Gott. Hallo, Freedom Pearls. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Was? Connor! Nein, 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 nein. Aha, zurück durch die Zeit. Oh, Mann. Richtig nice. Und jetzt? Nice. Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Bleib hier. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Nein, das werden wir jetzt nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Mal schauen, was uns erwarten wird. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage noch, ich bin Basti. Bleibt fit und shit und ciao.